Die Notenbanken heben die Zinsen an. Das sorgt für Verunsicherung an den Aktienmärkten, an den Immobilienmärkten und für große Vermögens- und Wohlstandsverluste. Inzwischen ist es aber so, dass diese Wohlstandsverluste nicht einfach nur ein unerfreulicher Nebeneffekt sind der Notenbankenpolitik, sondern sie sind ihr erklärtes Ziel. Und das muss man wissen als Anleger. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Wenn Rohstoffe reden könnten. Stellen Sie sich Rohstoffe jetzt mal vor, so nicht als Anlageklasse, sondern eher als so eine Gruppe von Halbstarken. Halbstarke Jungs, die vor Kraft kaum laufen können. Sie grölen rum, sie machen Lärm, sie kicken Bierdosen durch die Gegend und verbreiten Angst und Schrecken. Und die braven Leute in der Vorstadt, die verstecken sich in ihren Häusern und sagen: oh Gott, warum macht bloß keiner was dagegen? So war es ja in etwa. Plötzlich waren sie da, die stark gestiegenen Rohstoffpreise, und keiner hat sie aufhalten können. Und das ja auch schon lang vor dem Ukraine-Krieg. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und dann ist eben so langsam Panik hochgekommen bei den Leuten. Die Inflation ist eben sichtbar immer weiter hochgegangen. Alle haben hilflos zugeschaut. Keiner hat was getan. Und dann ist aber jemand aufgestanden und hat was getan. Jerome Powell, der amerikanische Notenbankchef, der ist fest entschlossen, jetzt, wie wir alle wissen, die Inflation zu bekämpfen. Das hier ist eine wunderbare Grafik von Investing.com. Ich habe sie gefunden auf Twitter. Der Sheriff, der sich den Halbstarken jetzt standhaft entgegenstellt, nachdem er ja, um ehrlich zu sein, erstmal ja gar nichts getan hat. Erstmal ist er ja nur in seinem Lehnsessel gehockt und hat gesagt: Was habt ihr denn alle? Die verschwinden schon wieder. Das ist temporär. Aber jetzt steht er eben doch da und sagt: Bis hierher und nicht weiter. Und wie haben die Halbstarken reagiert? Sie haben wirklich gekuscht. Sie haben gesagt: Ja, ist ja schon okay, wir gehen ja schon, wir hauen ja schon ab. So einfach war das. Haben wir hier ja neulich auch besprochen. Die Rohstoffpreise sind tatsächlich gefallen die letzten Monate auf breiter Front. Ob das jetzt Öl war, Kupfer, Eisenerz, Aluminium, alles ist abgetaucht. Und das, obwohl wir ja vorher eine phänomenale Marktbegeisterung gehabt haben für Rohstoffe und alle geredet haben ja auch vom Rohstoff-Superzyklus und dass es ja fast schon undenkbar ist, dass da die Preise jemals wieder fallen. Und wie schon oft gesagt hier, mit der Geldpolitik, das ist ja alles auch ein bisschen so wie Voodoo. Der große Häuptling steht auf und sagt: Whatever it takes, und schon gehen Schockwellen durch die Märkte. Aber wer hätte gedacht, dass es wirklich so schnell geht, dass die Rohstoffe so schnell einknicken? Und der Druck von den Rohstoffen auf die Inflation, der ist ja jetzt erstmal raus, sodass man meinen könnte, alles bestens, Mission completed. Nur der Sheriff, der steht jetzt immer noch auf der Straße, und jetzt ist er derjenige, der Angst und Schrecken verbreitet. Und viele sagen inzwischen eben auch, die Medizin ist im Moment vielleicht schlimmer als die Krankheit. Und dazu noch Folgendes: Es sind ja jetzt nicht nur die Rohstoffpreise gefallen, sondern das meiste andere ja auch. Rohstoffe waren jetzt nicht unbedingt die schlechteste Anlageklasse oder die schlechteste von allen. Und ein paar Rohstoffe gibt es auch, die sich fast schon wieder gefangen haben, jetzt auch auf einem niedrigen Niveau. Das ist natürlich ein Thema für sich, das wir uns anschauen im nächsten Zukunftsmärkte-Report. Auch mit ein paar Beispielen: Öl, Kupfer, Nickel, Eisenerz, Uran. Wo stehen wir da? Wie sieht da im Moment die Charttechnik aus? Und gibt es vielleicht auch von der fundamentalen Seite her auf dem jetzt niedrigen Niveau da die Chance in dem einen oder anderen Fall auf eine Erholung bei dem einen oder anderen Einzelrohstoff eben? Die Reports von uns sind gratis, jeder kann sie lesen, sie müssen sich nur eintragen dafür auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Ist für den einen oder anderen sicherlich interessant. www.zukunfts-märkte.de. Vor 2 Wochen,
Da habe ich darauf hingewiesen, man könnte ja den Eindruck haben jetzt, dass der Inflationsdruck insgesamt zurückgeht und dass der Markt das dann eben auch interpretieren könnte als Befreiungsschlag. Aber kurz drauf, da gab es eben die Inflationsdaten in den USA für August und da hat sich dann eben herausgestellt, dass wir an dem Punkt leider doch noch nicht sind. Oder sogar ganz im Gegenteil, die Inflationsrate ist zwar leicht zurückgegangen von 8,5% im Juli auf 8,3%, aber man hat sich da natürlich was ganz anderes gehofft. 8,3% Inflation immer noch, obwohl die Rohstoffpreise stark gefallen sind und obwohl das Wachstum ja stark zurückgeht gerade. Das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal hochgerechnet ist ja um 0,9% gefallen. Die USA sind technisch schon in einer Rezession. Und dann aber eben immer noch so eine hohe Inflation, das ist natürlich ein Desaster. Und die Konsequenz ist, jetzt geht es in der Geldpolitik ans Eingemachte. Es hat ja schon eine relativ scharfe Rede gegeben von Jerome Powell in Jackson Hole. Die hat die Anleger auch entsetzt und gestern dann ja auch eben erwartungsgemäß dann die Leitzinserhöhung um 0,75% und auch ein Notenbankchef, der eben auch wieder erklärt hat, dass das noch lange nicht das Ende ist. Was heißt jetzt, es geht ans Eingemachte? Wir haben bei der Inflation jetzt eben das, was viele befürchtet haben. Es war erstmal nur ein Angebotsschock durch Lieferengpässe und durch Rohstoffe. Das wird jetzt aber eben durchgereicht in den USA auf breiter Front. Löhne, Zweitrundeneffekte, Preiserhöhungen für fast alles, Mieten, Möbel, Gastronomie, Gesundheitskosten, alles wird da teurer und erstmal ist auch kein Ende in Sicht, trotz Nachfragezerstörung durch den Wachstumsrückgang. Und das ist der zentrale Punkt. Es geht nicht mehr nur um die Inflationserwartungen jetzt, die gehen ja auch schon zurück, zumindest bei den Anlegern, sondern es geht jetzt um Nachfragezerstörung, mehr denn je. Wenn der Nachfragerückgang, der bis jetzt verursacht worden ist, nicht ausreicht, sprich, wenn es den Leuten immer noch zu gut geht, dann ist es jetzt die Aufgabe der Geldpolitik, dass es ihnen nicht mehr so gut geht. Das und nichts anderes. Gilt analog übrigens auch hier für Europa. Bei uns hier ist einiges anders natürlich, aber der Grundmechanismus ist eigentlich der gleiche. Ihnen muss es jetzt dreckig gehen, weil je dreckiger es Ihnen geht, umso geringer ist eben die Gefahr, dass Ihre Nachfrage sich jetzt inflationstreibend auswirkt. Und damit sind wir eben wieder bei meiner Hypothese, die ich hier im Mai ja auch schon ausführlich verbreitet habe. Es stehen Wohlstandsverluste an, gesamtgesellschaftlich und in großem Stil. Sie sind unvermeidlich, sie sind auch relativ alternativlos, weil wir sowieso nur noch die Wahl haben zwischen Geldentwertung und Nachfragezerstörung. Und das erstreckt sich auf alle Bereiche. Also wenn Sie sich jetzt zum Beispiel bestimmte Sachen nicht mehr leisten können, wunderbar. Wenn Sie wegen der Wirtschaftskrise Ihren Job verlieren, noch viel besser. Und es erstreckt sich selbstverständlich auch auf das, was Sie sich erspart haben und auf Ihr Vermögen. Auch das muss weniger werden, weil auch davon hängt es stark ab, wie inflationstreibend Sie sich jetzt verhalten. Das ist der Vermögenseffekt. Und wie damals schon gesagt, ein Aktienmarkteinbruch um 30 bis 40%, den hat ja zum Beispiel Marcel Fratscher, der Leiter vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, als notwendig bezeichnet, Anfang des Jahres schon und als eine gute Sache. Das ist aber bei einem Aktienvermögen in Deutschland von einer halben Billion Euro geschätzt. Das ist dann ein volkswirtschaftlicher Schaden und ein Vermögensverlust von 150 bis 200 Milliarden Euro. Und das wirkt sich natürlich aus auf das Sentiment bei den Leuten und auch auf ihre konkrete Nachfrage. Und es wird immer deutlicher, speziell auch in den USA, die Notenbankenentscheider haben den Aktienmarkt ganz konkret im Auge, beziehungsweise sie haben ihn im Zielfernrohr, wenn man so will, und natürlich auch den Immobilienmarkt. Bill Dudley, der frühere Präsident der Fed New York, hat im Frühjahr schon gesagt,
Wenn die Börsen nicht fallen, dann muss die Fed sie dazu zwingen zu fallen. Sonst wird man mit der Inflation nicht fertig. Und wenn der Markt eben nicht wirklich fällt, weil er immer wieder denkt, die Fed zieht das sowieso nicht durch, dann muss man den Markt eben entsprechend auch immer wieder schocken. Und Neil Kashkari, der Chef der Fed Minneapolis, der hat gesagt zum Beispiel, er hat sich überhaupt nicht gefreut, dass sich der Markt nach der vorletzten Notenbanksitzung im Juli, dass er sich da dann so gut erholt hat. Aber dafür war er dann sehr glücklich, dass nach der Rede von Jerome Powell in Jackson Hole, dass der Markt da dann wieder eingebrochen ist. Und der Chefwirtschaftskorrespondent vom Wall Street Journal, der hat am Montag sogar mitgeteilt, er hat erfahren, dass Jerome Powell diese Rede kurz vorher absichtlich nochmal verschärft hat, weil der Aktienmarkt eben vor dieser Rede auch gestiegen ist. Mit anderen Worten, wenn sich die Börsen zwischenzeitlich erholen, dann ist es der Fed inzwischen nicht nur ein Dorn im Auge, sondern sie geht jetzt auch gezielt dagegen vor. Der Markt muss fallen. Das ist ein inoffizielles Ziel der Notenbanken, das sie jetzt eben auch aktiv betreibt. Und die Folgen kann man besichtigen. Die Daten hier, die sind von der Fed und von Havers. Die Grafik ist von MarketWatch.com. Die prozentuale Veränderung der amerikanischen Vermögen seit dem Jahr 2000, das ist selten zurückgegangen, Finanzkrise 2008 war so eine Zeit, dann der Ausbruch der Covid-Pandemie, anschließend sind dann aber die Staatshilfen gekommen und natürlich auch die Corona-Rallye. Dadurch hat es erstmal einen starken Vermögenszuwachs gegeben und jetzt aber im zweiten Quartal ein Einbruch so stark wie noch nie. Trotz nochmal leicht gestiegener Hauspreise hat sich das Vermögen der Amerikaner in einem Quartal um 6,1 Billionen Dollar verringert und inklusive Inflation sogar um 8,7 Billionen Dollar. Das ist mehr als das deutsche Bruttoinlandsprodukt oder von dem, was das mal war. Und trotzdem im August nur ein leichter Rückgang der Inflation, auch wenn der Effekt vielleicht verzögert kommt. Aber man kann sich gut vorstellen, was da jetzt noch zusätzlich kommen muss an Wohlstandszerstörung aus Sicht der Fed zumindest. Das Inflationsziel der Fed liegt bei 2% und vielleicht hat sie ja sogar auch ein heimliches Kursziel für den Dow Jones Index von 5000 Punkten oder so. Warum muss Wohlstand im System zerstört werden? Meiner Meinung nach, weil eben 20 Jahre lang durch künstlich niedrige Zinsen und durch Vermögensblasen auch künstlich Wohlstand aufgebaut worden ist und Wohlstandsillusionen aufgebaut worden sind, was aber eben nicht haltbar und nicht tragfähig war. Und dadurch stecken wir jetzt eben auch in der Falle, vor allem die Notenbanken. Wir haben wirklich nur noch die Wahl zwischen Geldentwertung oder Wirtschaftskrise oder eben auch beides zusammen. Und dieser Wohlstandsabbau, der wird jeden, der Vermögen hat, in irgendeiner Weise treffen. Und jeder Einzelne steht jetzt eben nur noch vor der Frage, wie kommt man da möglichst ungeschoren davon? Das Beste ist wahrscheinlich wieder mal, dass man eben versucht, breit investiert zu sein und diversifiziert zu sein. Und dass man nicht nur Cash hat zum Beispiel, dass man eben aber auch nicht nur Sachwerte hat. Das war ja auch jetzt in der Inflationsphase der große Irrtum von vielen. Und vielleicht kann man ja sogar auch profitieren von dem Ganzen, indem man taktisch agiert, immer wieder. Aber das wird natürlich nicht ganz einfach. Und wenn man das versucht, dann muss man eben auch sehr genau verfolgen, was gerade so passiert. Das ist die Inflation in den USA. Die Grafik ist aus einem Artikel auf tagesschau.de über die Augustinflation. Der Artikel war auch ganz interessant, weil er auch die positiven Seiten da hervorgehoben hat. Die Spitze ist ja wahrscheinlich wirklich schon erreicht worden im Juni mit 9,1%. Und ich glaube immer noch, so wie ich es vor zwei Wochen auch gesagt habe, dass wir eine gewisse Chance haben auf eine fallende Inflation die nächsten Monate und dass es dadurch auch wieder eine Markterholung geben kann, wenn die Anleger dann vielleicht eben sehen, die Inflation geht runter auf 4, 5, 6%, weil dann wäre ja auch wieder Land in Sicht. Nur
Ich glaube immer weniger, dass wir es damit dann schon hinter uns hätten, die ganze Misere. Weil je nachdem, wann so eine Erholung kommen würde und wie stark die dann ist, aber das würde dann umgekehrt ja wieder eine Dynamik in Gang setzen, die das Inflationsziel der Fed dann ja auch wieder gefährden würde. Wir haben immer noch High Noon und man kämpft nach wie vor als Anleger gegen die Fed. Aber das Allerwichtigste mittelfristig, das ist natürlich, hält die Fed diese harte Linie auch wirklich durch und wie lang? Zurzeit sind von der entschlossenen Fed alle komplett paralysiert und so will sie das ja auch haben. Sie lebt jetzt aber auch nicht im luftleeren Raum und wenn der Leidensdruck und der politische und gesellschaftliche und wirtschaftliche Druck da zu groß werden, dann kann es auch sein, dass sie diesem Druck eben doch wieder nachgibt. Und dann werden die Karten wirklich wieder neu gemischt. Dann sind wir an einem Punkt, wo es wirklich wieder interessant wird für die Anleger. Und dann ist auch bei den Halbstarken wieder Straßenparty. Und dieser Wendepunkt, der wird kommen, früher oder später. Das war immer so. Und idealerweise ist es dann eben auch so, dass man das als Anleger auch zeitnah mitbekommt. Und dafür gibt es Informationsmöglichkeiten, unter anderem diesen Kanal. Und ich darf daran erinnern, dass sich das Kanalabo hier auch in Zeiten brutalster Inflation nicht verteuert hat. Es ist immer noch kostenlos. Kann sich aber natürlich jederzeit ändern. Also ich würde den Kanal lieber gleich abonnieren an Ihrer Stelle, wenn Sie es noch nicht getan haben. Dabei dann auch auf die Glocke drücken. Das ist die Benachrichtigung, wenn neue Videos da sind. Und das Gleiche gilt natürlich auch für unsere Zukunftsmärkte-Reports. Auch die sind immer noch gratis, aber wer weiß, wer weiß. Nächste Woche auf jeden Fall im Report der Überblick, wie gesagt, zum Rohstoffsektor und zu verschiedenen Einzelrohstoffen erhältlich auf www.zukunfts-märkte.de. Das nur noch mal zur Erinnerung. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.